kann ich ja auch erzählen, was ich will. Weißt du, das Problem ist, du versuchst immer nur die negativen Sachen zu sehen. Du versuchst immer die negativen Sachen zu sehen. Du bist immer nur das Negative am Sehen. Wir Menschen, wir sind eigentlich, wir können unsere Emotionen sehr, sehr gut lenken. Ja? Trauer, Freude, etc. Ja? Das kommt nur darauf an, in welche Richtung wir schauen. Schaue ich in diese Richtung, was mich traurig macht? Ja? Oder schaue ich in diese Richtung, was mich glücklich macht? Ja? Man kann ein Glas, wenn ich ein Glas habe, ich kann das Glas halb voll sehen oder ich kann das Glas halb leer sehen. Ja, aber. Ja, das meinst du auch. Wie ich jung war, habe ich auch alles ganz anders Oma, ich gemeint. bitte dich, so warst du schon immer. Du warst du schon immer. Du hast immer, Nein. du Oma, du warst schon damals immer extrem ängstlich und alles ist extrem Ja, das gefährlich und stimmt. habt ihr überhaupt satt zu essen? Das So. stimmt. In Deutschland, wir haben so viel zu fressen und da warst du, hattest Angst, dass man nichts satt zu essen hat. Eine ängstliche Lebenseinstellung zu haben, ja, das ist eine Art von negativer Lebenseinstellung zu haben. Du musst versuchen, Sachen positiv zu sehen. Guck mal, und selbst jetzt, du sagst, das sagst du so leicht. Nee, das sage ich nicht so leicht. Es gibt, weil ich weiß ganz genau, jedes Mal, wenn ich hier bin und mit dir rede, dann sagst du danach, ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Ja, es gibt so, guck mal, das fängt schon an mit Essen, Trinken, etc. Natürlich Aber gibt es, ich ja. muss da jetzt mal was sagen. Nun lach mich aber nicht aus. Ich habe jetzt paar Mal irgendwas nicht gefunden. Gestern wusste ich nicht, wo ich das Brot gelassen hatte. Und da habe ich überall gesucht und gesucht. Und ich denke, Mensch, wo war das denn jetzt? Mit einmal hieß das in der Küche im Schrank. Nicht gesagt, aber mich dahin geschoben. Ja. Nicht gesagt. Und ich, oh, ich bin in die Küche gegangen, den Schrank aufgemacht und das lag Ja, da. guck mal, was Gott dir. Da habe ich an dich gedacht. Ja, siehst du. Da habe ich das siehst du. Und ich habe schon mehrmals solche Sachen Ja, gehabt. siehst du, aber das sind klare Zeichen von Gott für dich. Klare Zeichen. Gott möchte dir klare Zeichen geben. Nur die klaren Zeichen musst du sehen. Es ist doch klar. Guck mal, ich sage ja nicht, dass das leicht ist, wenn man so alt ist. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber es wird ja nicht leichter, verstehst du, wenn ich mir die ganze Zeit dann einrede, wie schwer es mir geht. Sondern leichter wird es ja, indem ich versuche, die Sachen zu ignorieren oder an was Schönes. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich im Krankenhaus liege, ja, ich liege im Krankenhaus, ich habe eine Operation bekommen, hatte ich ja schon. So. Wenn ich jetzt die ganze, ich wache aus der Narkose auf, habe Schmerzen. So, wenn ich die ganze Zeit dran denke, boah, tut das weh, oh, tut, da wird das ja nicht besser von. Weißt du, wann das besser wird? Wenn ich den Fernseher anschalte, als Beispiel, oder ein Buch lese und ich versuche mich auf was ganz anderes zu konzentrieren, auf einmal sind die Schmerzen um mindestens 50% weniger geworden, mindestens. Allein, obwohl ich reale Schmerzen habe, ich habe reale Schmerzen, ich bin operiert worden, ich habe Schmerzen an der Wunde, es tut weh, aber indem ich einfach an was anderes denke und was anderes mache und mich mit was anderem beschäftige, mich mit was Positivem beschäftige, habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, auf diese Sache, die mir weh tut, tut die mir nur noch mehr weh. Beispiel. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Autorennfahrer. Autorennfahrer, die werden geschult, wenn sie von der Bahn abkommen, wohin sollen die gucken? So. Sollen die gucken auf die Wand? Stell dir vor, der kommt von der Bahn an und guckt auf die Wand. Wenn der auf die Wand guckt, bringen die den bei. Oh, hoffentlich fahre ich nicht gegen die Wand, fährt der gegen die Wand. Warum? Weil er sich darauf konzentriert. Der muss sich sofort wieder auf seine Spur konzentrieren, um das Lenkrad rumzuziehen. Das ist die Macht, die wir haben.
Und das Wichtigste ist, wie gesagt, die Gebete, die ich dir aufgeschrieben habe, dass du daran festhältst. Weißt du, Oma, das Problem ist ja auch, da weißt du jetzt, wo das mit Corona wieder so ein bisschen weniger ist, da habe ich ja auch ein bisschen weniger Zeit vorbeizukommen, weißt du? Ja. Weil ich ja auch Arbeit habe mit den Kindern etc. Ja. Aber weißt du, normal muss ich dich jeden Tag und jeden Tag immer wieder aufbauen, immer wieder aufbauen. Aber du musst auch selber daran denken. Ich bin gläubig, ich bin sehr gläubig. Ja. Das ist wirklich so. Wenn ich auch manchmal was vergesse oder denke, Mensch, wie war das? Was musst du denn da machen? Was musst du da kochen? Was musst du da reinnehmen? Ach, denke ich, das weißt du nicht. Also, lieber Gott, jetzt helfen wir doch. Da dauert keine Minute, dann weiß ich, was ja, ich rein tue. Aber da musst du danach auch dankbar sein. Verstehst du? Bin ich ja auch. Ich sage immer Danke. Ja, ja. Das muss man auch machen. Das mache ich schon lange. Mache ich das.